Warte, oh, ich bin so Genius. Ich bin ein Genius. Hallo und willkommen zu X-Defend. Ja, ich wollte mir auch mal X-Defend angucken. Ist ja sehr gehypt gerade. Und da sagen ja auch so viele, das ist ja ein COD-Killer und so. Und ich bin mal gespannt. Das ist jetzt auch meine zweite Runde. Und ich sag euch am Ende, ob es auch wirklich ein COD-Killer ist oder nicht. Ja, gucken wir aber mal. Es ist auf jeden Fall von den manchen COD-Entwicklern, sieht man vor allem hier an den Ausrüstungs Sachen, also dass man hier auch die Waffen ändern kann. Und jetzt hier zum Beispiel kann ich hier die AK-47 nehmen und dann kann ich hier ein Visier rauflegen. Ja, irgendwie sieht das sehr falsch aus. Ist ja übrigens noch in der Beta, wollte ich nochmal sagen. In der Open Beta. Also jeder kann das spielen. Dann kann man hier noch so einen Vorlauf nehmen. Ja, machen wir das hier. Aufklärung und Hintergriff. Boah, machen wir hier mal das hier. Ein Schaft noch. Ah, richtig chaotische Waffe. Und noch eine Pistole mit Visier. Bam. Bam. Sieht auch schon wieder falsch aus. Aber ich glaube, mit dem Set bin ich zufrieden. Kann ich das noch favorisieren? Warte. Wie in... hallo? Ach so, Ausrüstung muss ich gehen. Kann ich hier das noch favorisieren? Nee, sieht nicht gut aus. Okay. Na gut. Dann gibt es halt hier noch Fraktionen. Das ist halt wieder typisch bei Ubisoft, dass sie halt verschiedene Fraktionen haben, die sogar aus verschiedenen Ubisoft-Spielen kommen. Also hier zum Beispiel Far Cry 6 oder Tom Clancy Splinter Cell oder Watch Dogs. Ist also auch wieder so ein Spiel, was sehr viele Ubisoft-Sachen drin hat. Aber ich würde jetzt sagen, wir gehen in eine Runde rein. Also, bis gleich. Oi! Das sieht doch schon mal krass aus. Arena-Kampf. Okay. Jetzt kann ich hier eine Klasse auswählen. Ich nehme mal den Cleaner. Mit der AK. So, da bin ich wieder. Hab kurz die Einstellung mal überprüft. Und hier sind wir auch. Ja, X-Defend ist auch ein bisschen schneller als COD, würde ich hier sagen. Und keine Ahnung, bei schnellen Spielen muss ich immer so ein bisschen an Hero denken. Oh, fuck. Verdammt nochmal, ich muss das Spiel leiser machen. Schön leise gemacht. Also ich bin jetzt hier so ein Pyromant und kann jetzt mit E so... kann mit E hier so eine Feuerdrohne rausholen und... oh, ich hab Schaden gemacht. Und einen Kill gemacht. So macht man das doch. Okay, aber ich muss mich echt auf dieses schnelle Gameplay gewöhnen. Hier ein X-Defend. Viele sagen ja X-Defend. Ich sag X-Defend. Bin mal gespannt, also ich bin noch hier so auf gute Gemüse, aber mal gucken, vielleicht wird's auch richtig geil und ich sag so, nie wieder COD und nur noch das hier. Es macht schon mal Laune, aber ich werde die ganze Zeit gekillt. Was ist jetzt los? Naja, mich nervt dieses Hintergrundmusik, dieses... oh, wir haben gesiegt. Okay, wir sehen uns gleich in der nächsten Runde. Das war ein bisschen zu wenig. Also, bis gleich. Jo, wir benutzen hier Headphone. Alter, hier benutzt einer Headphone. Das ist ja kacke. Alter, Sprachchat ausmachen. Kein Bock hier Sprachchat zu hören. Ja, geil. Push to talk. Kannst du mal die Frage... Achso, hab ich ja gar nicht. Nee, Hey. Nein, Dian, wir wollen dich nicht hören. Warte mal. So, Dian, halt mal die Fresse hier. Geht dir schon mal gar nicht. So, Sprache aus. So, ist besser. Diesmal spiele ich den Phantom, der hat so eine Magazin-Barriere. Also ich glaube, ich könnte mir vorstellen, einer ist so Angriff, einer ist so Verteidiger, einer ist so Heiler und so. Das könnte ich mir vorstellen. Und ich bin, glaube ich, hier der Verteidiger mit dieser Barriere. Also mal gucken. Vorherrschaft. Es gibt ja auch bisher, glaube ich, nur einen Modus und das ist halt Vorherrschaft. Und das ist halt einfach nur erobere Punkte. Und ja, mehr ist da nicht. Meine Waffe sieht echt crazy aus. Hero Shooter. Oh. Ah, fuck. Ja, da war ich nicht so schnell am Abzug.
schnell, wir müssen zum Punkt. Oh, nein, hä, ich hab doch... Der hat so Feuermunition. Oh, hier sieht's richtig geil aus. Warte, wie kann ich hier eine Wand machen? Ah, hier. Guck mal, jetzt haben wir so eine Wand. Wie geil ist das denn? Ist da noch keine Gegner? Alles noch sicher? Ey, ich mag diese Map. Die ist voll geil. Die sieht richtig space-mäßig aus. Space-tastisch. Warte, da vorne habe ich irgendwo jemanden gesehen. Ich habe doch gerade da jemanden gesehen. Ah. Warte. Komm, stopp. Jawohl, mein erster Kill. Oh, Baby. Gut, da oben wird wieder geschossen. Komm, gehen wir schnell hier rauf. Okay, ist doch keiner. Doch, da. Nein, oh, den wollte ich killen. Oh, nicht wieder der Pyromant. Ja, ich kann da nicht viel machen. Okay, das ist wahrscheinlich auch so ein Profi, der richtig krass spielen kann. Herzlichen Glückwunsch. Du hast das Spiel echt gut gemacht. Nee, aber ich mag echt... Also das Gameplay, da muss man sich zwar gewöhnen, aber man könnte damit klarkommen. Ne? Ja. Oh, easy. Felix, wo bleibst du? So. Gehen wir mal von dieser Seite. Cover me. Oh fuck. Jo, wo kommt der auf einmal? Dr. Physikatrix. Oh, jawohl. Hat sie auch moderiert. Oh fuck. Oh, schnell hier in Deckung. Warte. Oh, ich bin so. Genius! Ich bin ein Genius! Oh, Alter, was war denn das für ein Voice Crack? Oh, das war geil. Schieß. Oh, was für ein Weichei. Oh, guck mal, ich hab XP bekommen. Für irgendwelche Kills und sowas. Übrigens, falls ihr euch das Spiel auch holen möchtet, das gibt's kostenlos. Ich glaube auch auf jede Konsole außer die PS4 und die Xbox One. Also alle neuen Konsolen. Ich weiß nicht, aber ich habe bisher nur die PC-Version. Ich wollte mich eigentlich auch früher schon anmelden für die Closed Beta, aber ich wurde da nicht angenommen. Komm schon! Ja! Yeah. Easy! Ja, also langsam gewöhne ich mich an dieses schnelle Gameplay. Und dass ich jetzt sterbe. Haben nur noch 3 Minuten. Aber die Runden gehen eigentlich recht lang. Was, Spion? Wo ist der Spion? Wer spottet hier mich? Keine Ahnung, wie der das gemacht hat. So, ich werfe mal hier Granate. Fuck! Ich hätte mich fast selbst gesprengt. Nein, wo kam der denn auf einmal her? Der hätte ein HP. Ein HP und ich habe ihn nicht getötet. Das ist ja lächerlich. Das ist echt lächerlich. Warte mal, ich mache hier Schild. Wie? Ich kann jetzt hier kein Schild machen. Ah, jetzt. Barriere. Ist das ein Scharfschütze? Komm, zeig dich. Okay, er ist tot. Alter, der Pyroman ist halt echt ein Heavy. Wie kann man eigentlich einen Nahkampf machen? Mit V. Oh Gott, mit V, Alter. Muss ich unbedingt ändern. Und haben wir gewonnen? So erledigt das Schattenteam das. Wir kontrollieren. Bitches, ich bin so gut. Spiel abgeschlossen. So, leider nicht alle des Games. Aber dafür Dion. Gut gemacht, Dion. Also das Einzige, was mich echt hier noch stört, ist die Musik. Also dieses... Das geht irgendwie langsam echt auf den Sack. Aber ansonsten, ja... Es ist cool. Es ist zwar noch gewöhnungsbedürftig, weil so schnell... Aber das Einzige, was ich
noch dagegen sagen würde, was halt die meisten immer sagen, ist, dass es noch kein COD-Killer ist. Also ich würde sagen, es ist genau in der Liga von COD. Aber ich würde nicht sagen COD-Killer. Ich würde sagen, das ist ein eigenständiges Spiel und kein Killer. So, ich finde, das sollte man als eigenständiges Spiel nehmen und dann halt kann sich so rivalisieren gegen Call of Duty. Aber es muss erstmal nochmal richtig veröffentlicht werden. Es ist ja immer noch in der Open Beta. Und da muss ja noch sehr viel getan werden. Ja, das war jetzt hier mein Video zu X-Defan. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.